Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einer weiteren Runde aus dem Ascopa Eierdieb-Turnier, von dem ihr ja mittlerweile mitbekommen habt, dass ich ab und zu ein Spiel oder ein Matchup kommentiere. In dieser Runde sehen wir die Schlachten zwischen Ludwig 15.000 und Death Metal 2000 Tiermenschen gegen das Imperium. Und um euch nochmal kurz aufzufrischen, was das Eierdieb-Turnier ist und worum es geht, wird bei Ascopa erklärt. Seine Regeln sind meistens ein bisschen komplexer. Es ist so, wir befinden uns gerade in Runde 4. Und jetzt findet die Schlacht zwischen Ludwig und Death Metal statt. Und Death Metal und Ludwig haben jeweils noch zwei Leben. Und bereits Death Metal hat drei vorgefertigte Armeen. Imperium, Hochelfen, Grün heute. Das sind diese drei Armeen, die ihr hier sehen könnt. Darf auch nicht mehr verändern. Und Ludwig hat Norska und Tiermenschen als Armeen bisher aktiv. Wo ist er? Wo ist er? Hier unten ist er. So, und diese Armeen dürfen nicht geändert werden. Sobald eine Armee vernichtet worden ist, kann der Spieler sie wiederbeleben und dafür ein Leben opfern. Und wenn er bei 0 ist und alle Armeen verloren hat, ist der Spieler draußen. Und das finde ich an sich eine ganz nette Sache. In dieser Runde sehen wir auf der Seite von, ich glaube, Death Metal ist das Imperium, eine Reihe von Flagellanten der Frontlinie und Volkmar, den Grümmeltyp. Grümmeltyp, ja, die Verbannung dabei und den großen Hammer des Sigmas, regeneriert seine Lebensenergie. Oh, ich finde seine anderen Fähigkeiten wie physische Resistenz und so, das hätte sich auch noch gelohnt, das mitzunehmen. Wir sehen zwei Kanonen, Hexenhammer und normale Großkanone, Söhne Sigmas, zwei Hellebardiere im Hintergrund und zweimal Speerträger, also viel Antigroß dabei und viel unbrechbare Infanterie gegen leichte gegnerische Infanterie, kavalleriemäßig, Schützenreiter mit Granatwerfern und Ritter des Sonnenordens. Nicht ganz so viel. Der Windzauberer kann auf jeden Fall allerdings ziemlich gut werden mit seinen magischen Sprüchen. Windstoß, sehr gut gegen leicht gepanzerte Infanterie. Harmonische Konvergenz, toll zum Buffen. Und unheilvoller Nachtwind, sehr, sehr gut für den Debuff der Gegner. Auf der Seite von Ludwig 15.000, gegen den ich später auch noch antreten werde, ich hoffe, ich bringen die Videos in der richtigen Reihenfolge hoch, ansonsten, shame on me, hat einen Auge des Morslieb Zygor dabei, trifft sehr gut gegen enge Formationen, seine Reichweite allerdings nur 400 und ich glaube, wenn diese Kanonen mit 450 beginnen auf ihn zu schießen, wird das Auge des Morslieb die ganze Zeit nur umfallen und kann selber nicht feuern. Davon würde ich jetzt erstmal ausgehen. Das heißt, meiner Meinung nach keine gute Idee, ihn hier vorzuziehen. Der Rest der Tiermenschen befindet sich noch im Wald. Wir haben zwei Ungurs, wir haben Korux Menschenreißer, ein paar Minotauren, einen Schattenzauberer, ein paar Gorherden als General Morgö, der Schattengeborene. Und das war es dann. Moment, hab ich die... rede ich von den gleichen Leuten? Das ist... Das heißt, Moment, die Tiermenschen spielt nicht das Ludwig, genau, Ludwig 15.000 spielt die Tiermenschen. Alles klar. Und ja, wir beginnen einfach mal. Wir beginnen. Das Imperium ist in etwas defensiver Formation und beginnt bereits auf den Zygur zu schießen. Und genau das, was ich erwartet habe, passiert. Der Zygur wird bereits umgeworfen von der Artillerie und dann kann er selber eben nicht werfen. Ihr seht, wie er die ganze Zeit ins Wanken gebracht wird durch die Schüsse der Kanone. Mal sehen, ob er einen Wurf... Ja, und er hat geworfen, nur um gleich wieder gestaggert zu werden. Wo geht dieser Stein hin? Ui! Das hat auf jeden Fall ein paar Flagellanten getroffen. Im letzten Moment hat er noch versucht, sie zurückzuziehen und in Sicherheit zu bringen. Hat allerdings nicht funktioniert. Wir sehen ein leichtes Geplänkel in der Frontlinie. Granatwerfer gegen Centigors mit Wurfechsen. Und ich weiß mittlerweile aus Erfahrung, dass diese Granatwerfer gegen Plänkler-Infanterie absolut wahnsinnig gut sind. Oh, die Schützenreiter wurden mit einem Warp-Blick gefesselt. Kann sie nicht mehr zurückziehen. Jetzt werden sie wahrscheinlich noch im Nahkampf angegriffen. Wer ist stärker im Nahkampf? Centigors mit 27-20. Ja, die Centigors sind deutlich besser. Und die Schützenreiter mit Granatwerfer hatten leider nicht die Möglichkeit, ihr nicht zu unterschätzendes Schadenspotenzial durch ihre Granaten auszuleben und werden nun vom Schlachtfeld gejagt. Unangenehm. Wie viel kosten die? Die kosten, glaube ich, mindestens 600 Gold. Vielleicht sogar etwas mehr.
Auf der anderen Seite ist das Auge des Morslieb, der kostet 1800 oder 1600, so um den Dreh. Auch fast zerstört. Auf der anderen Seite lenkt er jetzt, wenn er hier stehen bleibt und weiter beschossen wird, die Kanonen ab, sodass sie eben weiter auf das Auge schießen und sich nicht um den akuteren Feind hier vorne kümmern, wie unter anderem Khazrak, den Einäugigen, und den Minotauren, die es jetzt auf die Formation des Imperiums zu bewegen. Das Imperium sollte sich schleunigst neu formieren. Was tun sie jetzt endlich auch? Centigors mit Wurfäxten ärgern jetzt die Flagge landen. Ist nicht so mega tragisch, da sie keine Panzerung haben und die Centigors, aber ich meine, der Schaden tut schon weh. Der Schaden tut schon weh bei so einem teuren Regiment. Und leider hat jetzt... Okay, leider hat das Imperium nichts, um die hier zu vertreiben. Auch eine sehr frühe Verbannung. Sehr frühe Verbannung, der von Volkmar dem Grimmigen gecastet worden ist. Und meiner Meinung nach, das war doch deutlich zu früh. Oh meine Güte, hier auf der linken Seite haben die... Ritter des Sonnenordens angegriffen, aber sie wurden direkt abgefangen. Einerseits von einer Entkräftung und andererseits von den Minotauren. Das war auf jeden Fall nicht optimal und die Tiermenschen zwingen jetzt das Imperium in den Angriff durch ihre Bogenschützen. Ja, Verzeihung. Das ist wirklich ärgerlich und so kann es gehen, wenn ihr keine Kurzreichweiten Fernkämpfer habt. Da sind selbst die Tiermenschen in der Lage, das Imperium ein bisschen zu kiten. Und wo schießen die Kanonen mittlerweile hin? Ha, sie schießen immer noch auf das Auge des Morslieb und er ist immer noch nicht besiegt. Und das tut wirklich weh, wenn man bedenkt, dass mit einem Schuss vielleicht jeweils ein Minotaur ausgeschaltet worden wäre. Das Imperium eindeutig unter Druck. Kampfwurstformation der Gorherden stürmen irgendwo auf die Imperiumsinfanterie ein. Das Imperium kontert. Ich denke mal, von der Infanterie her müsste das Imperium eigentlich in der Lage sein, die Tiermenschen zurückzuhalten. Aber wenn Volkmar der Grimmige jetzt jeden Moment fällt, weil er nicht aus dem Kampf gegen die Anti-Groß-Minotauren zu... Oh, meine Güte! Wer hat den Minotauren getötet? War das ein Pferd ihn tot gebissen oder war es der Flageland? Es ist nicht ganz klar. Es ist aber auch irgendwie bald nicht mehr so wichtig, weil Volkmar der Grimmige gleich tot ist. Auf der anderen Seite Flagellanden plus... Söhne Sigmars, eindeutig die bessere Infanterie, in was die leicht gepanzerten Einheiten angeht. Aber so viele Flagellanten sind jetzt auch nicht mehr übrig. Muss vielleicht... Oh, eine Schattengrube! Aber die hat mich so richtig getroffen. Obwohl, na doch, das sind die ganzen Ritter des Sonnenordens. Aber der Schaden hält sich arg in Grenzen. Irgendwie hat er nicht so richtig reingepasst. Und das ist ein ziemliches Geblobbe hier. Jetzt wäre eine Verbannung echt gut gewesen. Volkmar der Grimmige zieht sich zurück, er will nicht fallen und sicherlich zu Recht. Wo schießen die Kanonen drauf? Der gegnerische Züger hat sich zurückgezogen und sie sollten jetzt unbedingt in die Minotauren feuern. Oh nein! Oh nein! Die Kanonen laufen stattdessen etwas weiter nach vorne. Hoffentlich bleiben sie jetzt stehen. Was ist ihr Ziel? Sind es die Minotauren? Aber selbst wenn, ist es jetzt ein bisschen spät, die Minotauren anzugreifen. Oh, es ist der gegnerische General. Morge des Schattengeborene. Eine weitere Schattengrube. Ne, Blödsinn, das ist die Verbannung. Und der hat voll getroffen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, Volkmar der Grimmige. Jeden Moment tot. Jeden Moment tot, Volkmar der Grimmige. Niemand ist da, ihm zu helfen. Wo sind die Hellebardiere? Hier hinten. Wo sind die Speerträger? Niemand hat Volkmar geholfen. Er muss sich wohl keinen guten Namen unter seinen Schützlingen gemacht haben. Hier übrigens endlich eine gute Entscheidung hier, die Speerträger hinter den Centigors hinterherlaufen zu lassen, damit die Fernkampfschüsse abbekommen und nicht die teuren Flagellanten. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es schon zu spät. Von der Linie des Imperiums ist nicht mehr viel übrig geblieben. Der Fernkampffeuer, die Minotauren, das Auge des Morslieb. Die Höllengruben, die Höllenbruten. Das war alles zu hart. Das war alles zu hart. Ich meine, der anfängliche Schaden an den Lumpenseelen und den anderen Flagellanten, das hat schon sehr, sehr viel gekostet. Der zu frühe Cast der Verbannung war auch nicht so gut. Und ich glaube, wahrscheinlich hätte der Meliafre in den Angriff gehen sollen. Mit seiner gesamten Armee, vor allem mit den Flagellanten.
Hat leider seine Ritter des Sonnenordens ein bisschen unnötig verbraucht. Die Schützenreiter sind auch am Anfang verloren gegangen. Viele Nachteile, die Death Metal hier erlitten hat, gleich am Anfang des Kampfes. Und die hat Ludwig 15.000 ausgenutzt und ihn damit besiegen können. Damit geht es in die nächste Runde. Damit ist Death Metals Imperiumsarmee ausgeschaltet. Ludwig hat immer noch Norska und Tiermenschen zur Verfügung. Schlacht 2. Hier benutzt Ludwig 15.000 seine Bretonen gegen Death Metals Grünhautarmee. Und die kennen wir ja auch von der Schlacht gegen mich. Fällt mir jetzt gerade ein. Viermal Wildorgmoschas, einige Vorhuteinheiten, ein paar Fernkämpfer. Wir sehen Wurzak bei den Grünhäuten. Stehen hier in zwei Reihen Fernkämpfer im Hintergrund. Plänkler hier auch vorne, Wurzak und seine Leibgarde links und in Vorhut positionierte Squeakhoppers. Was sehen wir auf der Seite der Bretonen? Wir sehen eine ganz große Menge, eine Ritter des Königs, unterstützt von einem grünen Ritter und Feenzauberin. Und der grüne Ritter ist, wenn er ist prinzipiell ganz gut, solange keine magischen Angriffe um ihn herum sind. Oder diese, wie heißen die, diese fiese Blicke von Wurzak oder dem Goblin-Schaman, die reißen diesen armen grünen Ritter einfach gnadenlos auseinander. Ansonsten würde ich sagen, hier 1, 2, 3, 4 mal Gralspilger gegen 4 mal Wildorgmoschas. Das können die Gralspilger gewinnen. Boah, die haben 50 Nahkampfangriff, die Wildorgmoschas. Das ist echt verflucht viel. Aber die Wildorgmoschas dürfen unter keinen Umständen den ersten Angriff auf die Gralspilger durchführen, sonst werden sie gnadenlos zerrissen. Das heißt, die Bretonen müssen den ersten Angriff durch die Wildmoschas aufhalten. Am besten dann schon die ganze Zeit mit den Bauernbogenschützen auf die Wildorgmoschas schießen und dann hinterher mit den Gralspilgern auf die Moschas gehen. Dann könnten die Bretonen das hier gewinnen. Wenn sie das nicht tun, dann sieht das übel aus. Okay, mit der Infanterie, mit der Kavallerie können sie auch einiges gewinnen und einiges reißen, wenn sie richtig eingesetzt wird. Ich würde ehrlich gesagt sagen, diese ganzen Plänkler-Infanterieeinheiten einfach völlig ignorieren und lieber alles dran setzen, hier die gegnerischen Wildorgmoschas auszuschalten. Sie werden zurückgezogen vor den anrückenden Nachtgoblins. Sie haben sie nicht gesehen. Die Fernkämpfer schießen bereits auf die anrückenden Wildorgmoschas. Der Schaden ist gut. Der Schaden ist gut, aber ihrerseits werden sie gleich von hinten angegriffen. Ein Regiment Landsknechte mit Stangenwaffen steht bereit, sogar zwei. Die Frage ist nur, werden sie rechtzeitig sich umdrehen, um den Squeakhoppern hier Paroli zu bieten. Und die Kavallerie ist leider sehr weit weg. Sie muss jetzt hier rüber. Oh, und die Goblin-Bogenschützen beginnen auch bereit zu schießen. Die ersten Bauern werden angegriffen. Oh. Und ein Regiment Moschas kommt mitten durch. Gralspilger greifen dagegen an. Aber glücklicherweise waren sie bereits durch ihren ersten, durch den Beschuss geschwächt. Und jetzt müsste eigentlich der War geclustert werden. Zu seinem vollen Effekt. Oh, seht euch das Gemetzel an den Wild. An den Gralspilgern an. Das tut richtig weh. Und im Hintergrund kommen jetzt die Squeakhopper und greifen die Bogenschützen und weitere Gralspilger in den Rücken an. Das sieht nicht gut aus, was die Frontlinie angeht. Und was passiert hier auf der anderen Seite? Was passiert hier auf der anderen Seite? Es gibt einen riesigen Massenkampf der Kavallerie. Ah, Gott, zum Glück ist sie jeden Moment wieder verfügbar. Aber stellt euch vor, jetzt wäre die Kavallerie da und würde ich hier alles aufräumen. Die Fernkämpfer wären sofort weg, die Wildorgmoschas wären im Eimer. Also die Linie der Breton ist so ziemlich gebrochen worden, aber es ist nicht alles schlecht. Abgesehen von einem Regiment Wildorgmoschas sind auch die Moschas alle so ziemlich weg. Dummerweise werden jetzt auch die Bauernbogenschützen daran glauben müssen, aufgrund dieser nackten grünen Fanatiker. Gralspilger ist auch noch ein gesundes Regiment da. Was hier im Hintergrund nochmal Wildorgmoschas. Die werden jetzt leider auch nicht mehr beschossen durch die Bogenschützen. Oder doch ein bisschen. Ein paar sind noch da. Und wie sieht es hier im Hintergrund aus? Was passiert denn hier? Wir sehen die Klinge des Leins des grünen Ritters. Das Entsetzen, das er verursacht, ist natürlich außerordentlich praktisch. Am besten sollte er auf Wurzak einschlagen, falls er ihn erreichen kann. Und das erste Kavallerieregiment hier ist frei und das muss unbedingt rüber zum Unterstützen. Denn sonst haben die Grünen heute ihren Mobilitätsvorteil. Oh, den Fernkampfvorteil haben sie auch noch. Seht euch die ganzen wilden, wunderschönen und klugen Gobos an.
Grads Reliquie ist zu weit hinten, um die Moral ihrer bretonischen Verbündeten momentan an der Frontlinie zu unterstützen. Das sieht nicht so gut aus für die Bretonen. Sie müssen jetzt eigentlich den Bogenschützen hinterherlaufen, aber wenn sie das tun, werden sie von den Squighoppern gefressen. Auf dem Weg. Beschossen werden sie natürlich auch. Und jetzt fällt mir gerade dieser Unterschied zu Three Kingdoms auf. Irgendwie ist Three Kingdoms einfach viel... Irgendwie ist Total War einfach viel klarer von der Unterscheidung der Modelle und wo sie sind. Also ich glaube, auch wenn ich mir das hier so ansehe, stehen die Modelle bei Total War einfach viel weiter auseinander als bei Three Kingdoms, sodass das Ganze alles viel geblobbiger aussieht, muss ich sagen. Oh, die Bretonen ziehen Sau, sie wollen wirklich Warsack erledigen und sie kriegen das wahrscheinlich noch hin. Wo ist eigentlich der grüne Ritter hin? Wo ist denn der... Ah, hinten! Was macht er denn da? Ho. Okay, jagt den Gobbo. Oh, muss man zugeben. Muss man wirklich zugeben, wenn diese Kavallerie hier nachher, das ist zwar nicht mehr so viel, aber wenn die freikommt, würde ich sagen, sie hat durchaus noch eine Chance, den Rest der Grünhautinfanterie zu vertreiben, vor allem wenn der gegnerische General flieht. Aber ich glaube hier, den grünen Ritter raus... Wo geht er denn hin? Den grünen Ritter rauszuschicken, um den Gobbo zu verjagen, ist, glaube ich, nicht die beste Entscheidung gewesen. Aber auch Warsack scheint es nicht mehr lange zu machen. Aber die Infanterie der Bretonen kommt einfach nicht zurecht gegen die ganzen Wildorgmoschus und die Bogenschützen. Auch die arme Gralsreliquie wird jetzt niedergeknüppelt. Wirklich erstaunlich, dass ein Gerippe, das von zwei Bauern getragen wird, so viel Widerstandsfähigkeit hat, muss ich allerdings noch dazu sagen. Definitiv und oh, da kommen die nächsten Birkel Squighoppers und ein paar weitere Bauern werden gefressen. Arme Bauern. Und was macht die Feenzauberin? Wo geht sie hin? Warum läuft sie den Plankline hinterher? Die kriegt sie sowieso nicht. Oh je. Und diese Ritter des Königs lassen sich irgendwie von diesen Wildorg-Moschers aufhalten. Ich weiß nicht genau, wie der Kampf gelaufen ist, aber Rüstungsreduktion plus drei weitere Bogenschützenregimente der Goblins. Oh, machen ihnen Chaos. Das hat sich nicht gelohnt, dieser Kampf. Die hätten unbedingt auf ihre Verbündeten warten sollen. Und was hat es jetzt gerade hier? Es hat nämlich hier gerade gar nichts gebracht, diese Kavallerie sofort in den Kampf zu schicken. Denn wozu? Die Infanterie der Bretonen war sowieso schon tot. Deswegen wäre es hier deutlich sinnvoller gewesen, erstmal zu warten, bis die anderen Kavallerieregimente auch bereit sind. Und diesen Plankline hinterher zu laufen, bringt wirklich gar nichts. Sie sind schneller, die vergiften die Einheiten, verlangsamen die damit noch. Der Krieg werden niemals gefangen. Jetzt stellt euch vor, hier wäre nicht das eine Regiment vorgegangen, sondern zuerst der grüne Ritter, der sowieso keinen Schaden nimmt, weil er ein Geist ist. Und dann nochmal gleichzeitig Feenzauberin plus 1, 2, 3 Regimenter Kavallerie. Für jedes Bogenschützenregiment wäre eins da gewesen. Dann wären die Grünen heute sehr, sehr unter Druck geraten. Gut, das Kräfteverhältnis ist immer noch sehr zugunsten der Bretonen ausgelegt. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie das noch reißen können. Oder? Oh, wo gehen denn die Wildorgmoschers hin? Wo gehen sie hin? Nein, wo geht die hin, Wildorgmoschers? Wir hätten unbedingt diese Landsknecht mit Stangenwaffen ausschalten können. Weitere Bauern im Eimer. Okay, der Verlust des Generals ist natürlich ziemlich ärgerlich für die Grünen heute. Und sie hatten doch auch noch irgendwo, hatten sie noch irgendwo einen Goblin-Schaman? Ich glaube nicht. Okay, sie haben noch ein paar Wildorgmoschers. Das ist gut, leider keine magischen Angriffe. Das heißt, jetzt mit dem grünen Ritter klarzukommen, das wird hart. Ich muss sagen, ich habe eigentlich erwartet, dass die Grünen heute relativ gut mit nach Hause nehmen, diese Schlacht. Vor allem nach dem anfänglichen, nach dem Überrennen der Bretonen am Anfang. Dummerweise sind die Grünen heute jetzt so ausgedünnt, der General ist geflohen, sie haben keine Magie mehr und haben so gut wie nichts, was sie gegen den grünen Ritter anrichten können. Ich denke mal, die Moschers werden immer noch stark sein. Aber da würde ich jetzt nicht drauf schießen in diesem Nahkampf hier mit den grünen Rittern. Die Bogenschützen müssen sich auf den größten Feind ausrichten, nämlich hier die Ritter des Königs. Die müssen weg. Die dürfen
nicht rankommen. Aber alle Wildorgenmorsche sind direkt nach vorne gezogen worden, in den Nahkampf. Das ist Selbstmord. Und niemand achtet auf den Rücken der Bogenschützen. Oh, wo sind sie denn alle hin? Und da kommt jetzt auch noch ein Komet von Cassandoro oder wie er heißt rein. Jetzt drehen sie sich um. Wird es noch reichen, um die Kavallerie aufzuhalten? Nein, sie haben sich doch nicht umgedreht. Oh je. Aber der Angriff der Kavallerie war echt ziemlich mittelprächtig. Jetzt sieht es besser aus. Aber das war's. Die Bogenschützen sind ausgeschaltet worden. Vielleicht hätten sie zwei Salven auf die Kavallerie rausbekommen, wenn sie sich vorher umgedreht hätten. So haben sie nichts erreicht. Und so haben sie nur ihr Ende gefunden. Die armen Goblin-Bogenschützen. Seien wir ehrlich, das haben sie nicht verdient. Ja, ich glaube, einer der wichtigen Gründe, der Hauptgründe, warum Death Metal das hier nicht gewinnen konnte, war, Wurzak und die Goblin Guard Bosse sind fast ohne Unterstützung auf der rechten Flanke gegen die ganze Kavallerie geschickt worden. Ich habe zuerst gedacht, dass das vielleicht für die Grünhäute gar nicht so schlecht ist, weil so die Frontlinie der Grünhäute erstmal die Bretonen überrennen kann. Aber das hat irgendwie nicht so gut funktioniert und so schnell funktioniert, wie ich es erwartet habe. Vielleicht hätten die Squeakhoppers jeweils noch unterschiedliche Ziele angreifen können und die Goblin Bogenschützen noch ein bisschen effizienter eingesetzt werden können. Aber, die Grünhäute haben zu viel Schaden am Anfang genommen. Ich denke, es hätte noch funktioniert, wenn Wurzak geflohen wäre rechtzeitig in den Schutz seiner Wildorg-Moschers. Ich glaube nicht, dass dann die Kavallerie rangekommen wäre. Und er hätte dann durch seine Wars und den Moralbonus wahrscheinlich die Armee noch lange genug zusammengehalten, um die Bretonen zu vertreiben. Denn wenn man sich jetzt so die verbliebenen Einheiten ansieht, haben die Grünen heute noch deutlich mehr übrig gehabt am Ende als die Bretonen. Es war so das Zünglein an der Waage, dass der General geflohen ist, was Death Metal hier die Runde gekostet hatte. Und man muss einfach seinen General schützen. Und damit geht diese Runde 2-0 aus. Death Metal hat damit seine Imperiums- und Grünhautarmeen verloren. Könnte prinzipiell auch beide wiederbeleben. Dann wäre er auf 0 Leben runtergekommen. Und auf der anderen Seite ist Ludwig immer noch gut dabei mit allen seinen Leben. Und wie es weitergeht in dem Turnier, erfahrt ihr auf jeden Fall in den nächsten Tagen bis Wochen. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke an Ludwig15000, Death Metal und Ascopa, dass sie einerseits das Turnierspiel gemacht haben und das Turnier organisieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei euch und bis zum nächsten Mal.